Das kann nicht sein, kein High Five geht allein. Leute, das ist echt nicht fair. Ich leide gerade wirklich sehr. Ich bin MC Fidget Spinner und ich spin den ganzen Tag. Spinnen Spinner um den Finger, immer 20 km/h. Die Kids finden mich cool, denn ich hab ein tolles Tool. Bin der King an meiner School, leider hält's nur einen Tag. MC Kameraeinstellung, nimmst du schon auf? Fahrt von unten links oder rechts, acht auf den Verlauf. Flow ist weit oder von oben, wenn ich die Drohne fliege. Und als Alternative gibt's die Froschperspektive. Epische Dollyfahrt, find ich dope. Und wenn noch mehr Bild, drehe ich im Cinemascope. Slow Motion, kein Stress, Cam auf 100 FPS. Der Prozess wird fach gemäß, auf die Filmrolle gepresst. Sie ist einfach wirklich unbeschreiblich schön. Ich kann schwören, ich hätte sie im Traum gesehen. Ihre Kurven lassen mein Herz höher schlagen. Oh yeah, yeah. Äußerlich gesehen ist sie eine 10. Sie ist fast perfekt, es gibt nur ein Problem. Doch mir fällt kein Weg an ihr das nett zu sagen. Sie ist dämlich, faselt und auch völlig schwachsinn. Und sie schämt sich nicht und ihre Ignoranz ist unerträglich. Ich will weg hier, denn jetzt dämmert mir allmählich. Ist dämlich, sie und Einstein sind in keiner Weise ähnlich. Ihre Schönheit ist erwiesen, beinahe sträflich. Doch im Oberstübchen scheint es leider kläglich. Dämlich. Wie kann ein so schönes Wesen nur so endlos hohl sein? Hält die Speisekarte falsch rum? Sie kann doch nicht ganz Matros sein. Sie ist neuerdings vegan, darum bestellt sie Chicken. Zieht an Türen statt zu drücken. Ihr Gehirn besteht aus Lücken. Das tat weh. Ich hab solche Schmerzen, das tat weh. Da gibt's nix zu scherzen, nicht zu. Das tat weh. Ich hab solche Schmerzen, das tat weh. Das hat echt weh. Oh, yeah, beinahe täglich stoß ich mir den Zeh. Das kann doch nicht sein, es tut richtig weh. Bin ich so ein Tollpatsch und habe eine Idee. Die Herde der Bayern noch höllisch heiß. Ich brauch jetzt schnell mein kühlendes Eis. Man könnte fast sagen, Bad Karma, ich weiß. Bad Karma, Bad Karma. Gerade wieder den Kopf gestoßen und danach vom Longboard geflogen. Türklinken, Stromschock, das hat gezogen. Und das alles war erst heute ungelogen. Das tat weh. Ich hab solche Schmerzen, das tat weh. Da gibt's nix zu scherzen, nicht zu. Das tat weh. Ich hab solche Schmerzen, das tat weh. Das hat echt weh. Ich bin der MC, der nur eine Line hatte. Jetzt hab ich sogar zwei und hab Angst, dass ich verkacke. Most wanted MCs wieder back in the hood. MC Anglizismus makes your Hochdeutsch kaputt. Ich fude gerne Sandwich, all you can eat. Und Wallace got a tramp, this you know stream. Easy mit dem Blue Crocs, dance ich dir den Moonwalk. Ich bin immer smooth, doch nicht ohne meine Boombox. All diese Menschen geben mir Attention. Ich tank meine Bands mit Benzin für die Engine. MC Türsteher, du kommst hier nicht rein. Klamotten viel zu sportlich, Bruder, heute eher nein. Party ist für dich vorbei, sind eh noch Männer da. Bruder, Ham und Akoi, komm morgen vielleicht nochmal. Ich bin MC, ey, bitte, bitte lass mich rein. Ich bin fast 18, guck, ich hab meinen Perso dabei. Ich mach auch keinen Stress und bin mit nem Mädchen. Okay, die da kann rein, doch für dich bleibt's neu. Hört gut zu, was ich euch heute zu erzählen hab. Die Sache, die ich hasse, stört mich schon mein Leben lang. Stört mich schon mein Leben lang. Es betrifft nicht nur mich, sag mir nicht, ich sei allein. Damit dieser Hype, Mann, das kann doch echt nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Man benutzt sie für die Lippen, sogar beim Putzen entzückend. Oder auch Schutz vor den Mücken. Universal anwendbar und sogar für das Haar farblich gibt's grün oder auch schwarz. Vollvitamine für den Salat, selbst im Martini phänomenal. Doch meine Meinung dazu bleibt. Ha! Wer mag denn schon Oliven? Oliven! Ha! Sie schmecken echt unglaublich schlecht, Oliven! Oliven! Sie sind unappetitlich, ganz und gar. Oliven finde
noch ne schlimmer. Wäh, ha, schlimmer. Hat ne Fehlfunktion des körpereigenen Immunsystems. Nun reagiert es überempfindlich auf Pollen. Außerdem denkt mein Körper jetzt, ich hab ein gesundheitliches Problem. Dabei sind's harmlose Stoffe, Pollen sind ein Phänomen. Tabletten machen müde, kann da nicht mal mehr gerade stehen. Das einzige, was wirklich was bringt, ist Duschen vom Schlafen gehen. Damit die Pollen nicht im Bett oder sogar am Kissen kleben. Und trotzdem wird ja Morgenwind die Pollen in die Fresse wehen. Wenn die Nase anfängt loszulaufen und man nie die Tränen in den Augen wegwischen kann irgendwie. Juckst dich am ganzen Körper, du kriegst Ausschlag und du niest. Dann bist du wie ich, Bruder, du hast Pollenallergie. Hab auch Allergie gegen Äpfel. Durch Luftverschmutzung wird es noch bekräftigt. Schocktherapie und die Heilpflanzen helfen echt nicht. Ohne Cortison wird's hässlich, weil Heuschnupfen. 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 Ich würde so gerne Sänger sein, nur kann ich gar nicht singen. Ich würde so gerne Texte schreiben, doch krieg das nicht hin. Für den Erfolg fehlt nur noch ein Refrain, den man erkennt. Dafür lad ich mir Tiere ein, denn ich hab kein Talent. Sie singen. Alle Tiere singen. Und jetzt ein Remix. This kid's definitely on crack right now.